Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Fußballnationaltorwart Robert Enke ist tot. Er wurde heute Abend von einem Zug überfahren. Mit dieser schockierenden Nachricht beginnen heute unsere Tagesthemen und das sind weitere. Nationaltorwart Robert Enke ist 32 Jahre alt geworden. Der Fußballer hatte einen schwierigen sportlichen, vor allem auch menschlichen Weg zu gehen, der nun ein tragisches Ende fand. Am Sonntag stand er im Bundesligaspiel gegen den Hamburger SV noch im Tor von Hannover 96. Und gerade erst war er nach längerer Krankheit wieder auf dem Weg zurück in die Nationalmannschaft. Doch nun erreichte uns vor knapp 2 Stunden die Nachricht vom rätselhaften Tod des Torhüters. Heute Abend starb Robert Enke, als ein Zug ihn erfasste. Die Polizei spricht von Hinweisen auf einen Selbstmord. Frank Stuckertz mit einem Nachruf. Es ist unsagbar schwer, sich von jemandem zu verabschieden, auf den man gerade noch gewartet hat, auf seine Rückkehr in die Nationalmannschaft. Aber Robert Enke kehrt nicht mehr zurück und wir können uns nicht mehr verabschieden. Nie mehr. Vor 32 Jahren wurde Robert Enke geboren in Jena. Hier begann er mit dem Fußballspielen, zu Hause im Garten. Die ersten Anfänge als Fußballer waren in Kospe, da in unserem Garten, wo mein Vater und meine Oma mir die Bälle aufs Tor geschossen haben zwischen zwei Bäumen. Das waren tolle Erinnerungen. Auch die Zeit in der Sportschule war eine schöne Zeit, wo man hervorragend Schule und Fußball verbinden konnte. Sein Talent führte ihn in die weite Fußballwelt, zu Borussia Mönchengladbach, Benfica Lissabon, sogar zum FC Barcelona, Fenerbahce Istanbul, CD Teneriffa und Hannover 96. Im März 2007 bestritt er sein erstes Länderspiel in Duisburg gegen Dänemark. Insgesamt 8-mal stand Robert Enke im deutschen Auswahltor. Seine größte Niederlage jedoch erlitt Robert vor 3 Jahren, als seine herzkranke, 2 Jahre alte Tochter starb. Wenn man ein Kind verliert, dann sind das natürlich Sachen, die sportliche Erfolge, sportliche Situationen einfach nicht mehr den Stellenwert geben, den es vielleicht früher hat, als ich ein junger Spieler war. Tausende Fans nahmen damals Anteil an Robert Enkes Schicksal. Jetzt müssen sie wieder trauern. Denn ihr Idol ist gestorben. Guten Abend, meine Damen und Herren, aus der Arena auf Schalke zum Spiel 1 nach dem schrecklichen und beklemmenden Tod von Robert Enke. Deutschland gegen Elfenbeinküste heißt diese Paarung, ursprünglich gedacht als der Test schlechthin vor der Fußball-Weltmeisterschaft, zumal es der vorletzte ist, bevor Joachim Löw dann tatsächlich auch endgültig den Kader bekannt geben muss. Aber wer hier heute Abend im Stadion ist, der merkt jetzt vor dem Spiel eindeutig, dass es ein ganz besonderes Spiel ist. Die Stimmung ist so, wie man sie normalerweise von solchen Sportveranstaltungen überhaupt nicht kennt. Eine Atmosphäre, der man sich nicht entziehen kann. In diesem Sinne begrüße ich Günter Netzer. Guten Abend. Schönen guten Abend. Sie hielten inne. Nahmen Abschied. Abschied von Robert Enke. Sie verharrten, nahmen Gedanken auf. Gedanken des Bundestrainers Joachim Löw. Am Montagmorgen habe ich dann auch noch mal der Mannschaft gesagt, dass jetzt einfach auch wieder nach vorne geschaut werden muss. Wir haben, denke ich mal, einen würdigen Abschied mit dem Robert Enke auch gehabt und waren da. Aber jetzt nach der Trauer beginnt eben aber die Phase der Zuversicht und eben auch unsere Aufgaben bewältigen zu müssen. Und ich habe gesagt, dass wieder auch eine gewisse Lockerheit jetzt eben auch vorhanden sein muss, dass wir uns vorbereiten wollen wie auf ein normales Spiel. Fußball ist nicht alles. Dieser Satz musste in den vergangenen Tagen in die Köpfe rein. Jeden Tag ein bisschen tiefer. Fußball ist nicht alles. Viele Spieler hatten sowas ja auch bislang auch im Freundes- oder Familienkreis in dieser Form nicht erlebt oder auch nicht Abschied nehmen müssen von jemand, sodass es auch eine neue Erfahrung war. Auch für Joachim Löw. Einen Schritt vorankommen, gedanklich. Der Bundestrainer hatte Robert Enke, wie abgesprochen, für die Länderspiele nicht nominiert.
Ich habe mit dem Vater von Robert Enke vergangene Woche gesprochen. Er hat mich am Samstagmorgen angerufen und wir hatten ein längeres Gespräch geführt. Aber Vorwürfe haben wir uns keine gemacht. Natürlich denkt man darüber nach, was hätte man können vielleicht verhindern, was hätte man können spüren oder merken bei ihm. Aber sagen wir mal, durch diese lange Krankheit war das Schicksal von Robert Enke jetzt auch irgendwie so weit vorgedrungen oder fortgeschritten, dass man da auch keine Chance hatte. Fußball ist ein starkes Stück Leben. Ganz speziell für die Torhüter. Tim Wiese wird heute im Tor stehen. Manuel Neuer auch. Die Nachfolger an diesem Abend im Spiel 1 nach dem Tod Robert Enkes. Die Verarbeitung, Kopfsache. Fußball kann ein starkes Stück Leben sein. Sie sehen dort diese Monitore aufgebaut. Die sind extra für beide Mannschaften dort hingestellt worden, damit sie den vom DFB gestalteten Film, der an Robert Enke erinnert, der gleich eingespielt wird, auch sehen können. Die Zuschauer hier sehen ihn auf dem großen Videowürfel. Wie gesagt, eine etwas andere, sehr würdevoll, sehr schön gestaltete Nicht-Trauer-Minute, etwas länger. Und anschließend danach wird es dann die Hymnen geben. Wir alle stehen noch unter Schock wegen des tragischen Todes unseres Nationaltorwarts Robert Enke. Am letzten Sonntag hat Fußball Deutschland in einer bewegenden Trauerzeremonie von ihm Abschied genommen. Wir möchten Sie deshalb bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Gemeinsam mit den Spielern erinnern wir jetzt noch einmal an einen großartigen Sportler und Menschen. When you storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a goal. Sweet silver song of love. Walk on through the wind. Walk on through the rain. For your dreams meet us.
Für ihn ein Startelfdebüt, wie auch für Tim Wiese, der vor einem Jahr gegen England debütierte. Philipp Lahm als Ersatz für Michael Ballack, zum zweiten Mal in seiner Karriere DFB-Kapitän gegen China. Auf der Asienreise war er es schon einmal. Die Elfenbeinküste also in Orange, die deutsche Mannschaft im traditionellen Weiß-Schwarz. Deutsche Mannschaft im Moment zu zehn, kein Abseits von Kießling. Und Elfmeter für Deutschland. Demel ist sich nicht so sicher, dass er ihn da unten erwischt hat. Egal, Podolski tritt den Elfmeter, trifft, Deutschland führt 1-0. Elfte Minute. Lahm. Oh, das war ein bisschen mutig. Großes Pech. Er hält sie für die beste Mannschaft Afrikas. Emmanuel Eboué, der eben schon die große Chance hatte. Und dann Wiese gegen Cissé. Podolski. Und Boka auf der Linie nach dem Kopfball von Westermann. Schweinsteiger. Und wieder Lukas Podolski. Salomon Kalou. Und Wiese. Spielt ja bei Werder Bremen eine überragende Saison. Puchowski, Pfosten. Und während die deutsche Mannschaft da ist, die Spieler der Elfenbeinküste jetzt erst wieder zum Feld hochkommen, muss man sagen, dass Philipp Lahm natürlich auch mit dem Manuel Eboué den besten Mann der Elfenbeinküste als Gegner hat. Die besten Wünsche von Joachim Löw für Manuel Neuer, der jetzt gleich sein zweites Länderspiel angehen wird. Hat ja bei der Asienreise gegen die Vereinigten Arabischen Emirate im Juni eine wirklich gute Leistung gezeigt. Und überragend als Keeper der U21-Europameister vom Sommer, als er in 5 Partien nur ein Gegentor kassierte und wirklich bärenstark gehalten hat. Spielt auch mit Schalke 04 eine erfolgreiche und gute Saison. Jüngster Stammkeeper der Liga mit 23 Jahren. Jetzt also für den Bremer Tim Wiese, der nicht viele Gelegenheiten hatte, sich auszuzeichnen, aber insgesamt einen sehr sicheren Eindruck machte. Ihn ersetzte also. Oh, das war ganz großes Pech zwischen den beiden Schalkern, zwischen Westermann und Neuer. Was für ein kurioses Tor. Der Torschütze bleibt angeschlagen, verletzt liegen mit einem Zuspiel, das ganz, ganz undankbar für Manuel Neuer war. Der versucht dann zu retten, was kaum zu retten ist, und erwischt unglücklich beim Befreiungsschlag Emmanuel Eboué. Und er kann gar nicht anders als den Ausgleich erzielen. Ein sehr, sehr schmerzhaftes Tor für den Mann vom FC Arsenal. Westermann erwischt Neuer auf dem falschen Fuß. Dann wäre es natürlich die bessere Option gewesen, nicht zu schlagen, sondern den Ball einfach zur Seite auf Boateng oder irgendwo hin zu spielen. Bittere Szene für den jungen Schalker. Und wir notieren in der 57. Minute den Ausgleich. Und Neuer muss nachfassen. Rechts sehen Sie René Adler von Bayer Leverkusen, der seine Nominierung nicht wahrnehmen konnte. Hier Torwarttrainer Andreas Köpke, weil er eine Augenentzündung hatte. Da ist Dumbia. Boah, ist der gefährlich. Spielzeit ist abgelaufen. Ich denke mal, so ein, zwei Minuten wird es Nachspielzeit geben. 3 Minuten werden zu machen. Westermann. Podolski. Und da ist der Ausgleich. So endet es 2:2.